Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier Marsch, auf dem Marsch. Unser Lager kriegt nun ein bisschen Silage, entweder Lager oder Misch oder Fabrik. Dann werden wir gleich den Mist hier vorne links zum BGH bringen. Vorher will ich aber noch den Anhänger wegfahren, ebenfalls Mist, dass er wieder voll werden kann. Ne? Aber erstmal kippen wir das mal aus. Beziehungsweise wir werden das mal dahinstellen und dann gleich einen blauen LKW schnappen oder einen weißen, ist egal. Der blaue passt optisch, ne? Ob wir alles reinkriegen, mal sehen. Könnte sein, ne? Ich fahre das ja voll. Und die Lage halt auch voll zu sein. Ne, ne, haben wir. Ich muss hinten aktivieren. Die Lage ist noch nicht voll. Aber viel geht da nicht rein. Ah doch, kriegen wir alles rein. Dann wir gleich mal LKW schnappen. Ohne Anhänger. Da müsste ich mal so gestalten, dass ich da mit beiden Anhängern das machen könnte. Ja, gut. Ich wollte jetzt aber nicht mitnehmen, ne? Die Anhänger. Gut, dann wieder hinstellen, ne? Kein Problem. Fahren wir eine Runde. Ich will ja nur LKW haben. So. Muss ich nur ganz kurz den richtigen abhängen, ne? Das ist eine Katastrophe, wenn man den hinteren anhängen will. Muss man wieder kurz voll fahren, ne? Klappt nicht immer. Muss ich oft mit einem anderen Fahrzeug schieben. Oh, weit weg, wenn wir nichts hören. Gefroren sich bei, ja. Na, ihr habt Futter gekriegt, dann ruhig. Der schön große Anhänger mit knappe 80.000, das lohnt sich schon. Dann ist das Ding da schon mal gut gefüllt, ne, bei der BGH. Hier ist auch schon gut gefüllt. Das machen wir mit der Fräse. Ansonsten müsste ich mir mehrere so eine Anhänger hinstellen. Ne? Zwei kann man den einen voll machen lassen und den nächsten fährst dann zum entsprechend weg, ne? Ich reize die BGA gar nicht aus, ne? Ja, und das gießt wie Sau. Aber gut. Vor einem Jahr haben sie noch alle beschwert, zu trocken. Nun beschweren sie, bald ist zu nass. Was, wie hängt da an Dings hier? Aber so ist das, ne? Eine volle Ladung Mist. Aber zeigt ja nicht an, ne? Aber er merkt ja trotzdem, wenn alle ist, ne? Wenn voll ist, dann ist voll, dann gibt er nicht mehr ab. Punkt zum Abkippen ist ganz blöd. Das sind nur 15%, aber derjenige mag das nicht. Kein Mist reinbringen, ne? Wenn Mist drin, Silage drin ist. Ne? Obwohl es ja eigentlich egal wäre, den Augenblick, ne? So, fahren wir hier rum. Ja, mit 15 geht, also mit 5 Stunden geht verarbeitet entsprechend viel. Mit 1 wäre das schon bald voll. Ja, das haben wir schon schön vorbeigefahren.
in den Gedanken gewesen, woanders. Wo weiß ich jetzt auch nicht genau. War gerade beim Gas geben. Und schon ist die Kreuzung hier, ne? Nur, dass kein KI-Verkehr fährt. Obwohl der KI-Verkehr ist ja eh wurscht. Das ist so eine Sache für sich. Ich meine, das reine, naja, Optik, dass da was rumfährt, ne? Bedeutet gerade keine. So, hin zur Förderband. Du rast doch wieder am Hof hier, ne? Ist ja meistens nur 5 km/h oder 10. Oder 9, keine Ahnung. So, was machen wir jetzt Schönes hier? Regen, Regen, ja. Hier ist trocken. Wenn viel Schnee liegen würde, wäre es auch schlecht, ne? Also mit Fahren meine ich jetzt, ne? Dann müssten wir hier mehr räumen, wenn es gehen würde. So. So. Jetzt geht's zum Traktor mit Schnecke. Mit Schnecke, sondern mit Fräse. Da müssen wir kurz noch den Schweinestall putzen. Und dann bei den anderen Kühen, ne? Und da können wir gleich beim anderen Stall am Ort wegholen. Da wo die Ferkel sind, ne? Wo die Wachsschweine heranwachsen, ne? Die kleinen und dazu groß werden, ne? Aber erstmal den Mist hier vorne wegräumen. Zumindest den Mist. Und den anderen Mist, der hier den Schweinefutter nicht. Das ist ein Gutsee, da nimmt er nichts auf. So. Der Mist fühlt sich leichter, glaube ich. Oder es kann täuschen, ne? Also wenn wir nach vorne gehen. Ich meine, Mist ist nicht gleich Mist, ne? Schweinemist ist anders wie jetzt von Rindern, ne? Alleine Geruch, ne? Ist ein Unterschied. Ist beides nicht angenehm, aber der Schweinemist ist entsprechend schlimmer. Und zum Düngerstreuen ist der Schweinemist eigentlich nicht so gut geeignet. Da ist der Rindermist besser. Viele schwören ja auf Pferdemist. wenn ein Pferd auf der Weide ist, dann frisst er so ziemlich alles. Also die Verdauung ist ein bisschen, naja, nicht so gründlich. Und wenn der Vermist frisch ist, dann hat man gleich im nächsten Jahr die ganze Wiese und im Garten. Ne? Warum so viel Mist? Allgemein sollte man, egal welchen Mist, lang genug liegen lassen, dass der entsprechend durchverrottet. Ne? Ist besser, ne? Für den Garten. Ne? Wegen Unkraut meine ich jetzt. Ne? Sonst wird egal. Die will er nicht haben, gibt's doch gar nicht. Machen wir hoch. Dann nimmt er ihn besser, oder? Scheint so. Voll müssen wir ihn kriegen. Den Rest machen wir hier später.
Gut, der ist ziemlich voll. Und aufrecht. Den lassen wir jetzt dran. Aber nächstes Mal lassen wir bei den Kühen stehen, glaube ich. Der müsste schwer. 37 Tonnen. Wahnsinn. Gesamtgewicht, ne, mit allem drum und dran. Naja, aber auf 5 Achsen geht das nicht. Deswegen habe ich vorne das nicht gern dran. Man sieht zu wenig. Ne? Fußgänger und so wäre ganz schlecht. Aber hier sind eh nicht so tragisch. Die sagen gar nichts. Kompletter Schatten. Kopf kann ich auch nicht drehen. Wird ein Spiel nicht angenommen. Ich glaube, das läuft noch. Ja, das läuft noch. Hoffe ich jedenfalls. Ne? So, dann will mal ganz kurz hinten. Muss jeder Punkt abkippen. Da, das ist ungünstig. Ach, weil er Seite erkennt. Ach so. Da muss ich mal ganz kurz um. Wenn man das Förderband in die Silage reinhaut, ne? Das kann man gebrauchen. Die ein bisschen drin lassen am Mist. 9000, 5000, 3, 2, 1 und weg. Wäre nicht ganz schlimm, wenn wir die Silage extra kippen müssen. So umständlich. Wenn er so einen komischen Abkipppunkt hat. Aber gut. Dann wäre das so, ne? So, den nächsten Rest auch noch wegholen. Und dann näher bei den Kühen. Da müsste an auch wieder voll sein. Oh Mann. Schaffen wir auch hier nichts. Ich dachte, im Winter ist weniger Arbeit. Gut, die Produktion läuft. Schweine läuft. Bier läuft. Morgen noch entsprechend Schweine. Weiß ich morgen. Nächsten Aufnahmesession. Morgen ingehen. Ne? Also dann Schweine zum Schlachter bringen. Ist wieder soweit. Die ersten Schweine sind wieder soweit. Wenn wir gleich mal von der Anecke rangehen beim Mist, vielleicht geht besser. Und wenn nicht, machen wir Terraforming weg, ne? Es bringt ja nicht viel Geld, aber man sollte es ja nicht ganz verschenken, ne? So. Nach vorne muss ich immer umbauen. Ja, von hier geht's besser. Hoffe ich jedenfalls, ne? Der Anfang ist da. Mist hier entsorgt. Zwei Anhänger voll. So, rüber zum nächsten Kuhstall. Aber erstmal den anderen gleich wegfahren. Müsste eigentlich voll sein. Müsste. Zumindest rein theoretisch. Gülle wirst du auch noch irgendwo viel haben, glaube ich. Oh, oh. Mist ist voll, ne? Ich wollte doch hier ranfahren, in die Anstalt hier. Da wollte ich ranfahren. Bei den Kellern.
dann aber erstmal den LKW wegfahren. Dann können wir anschalten. Theoretisch ja, Bau. Und ganz hoch fahren. Nimmt da eigentlich auf, normalerweise. Das ist ein bisschen Punkt, wenn nicht mehr geht. Hier ist voll. Passt. Dann können wir etliche Tonnen hier rausfahren noch, ne? Also 51. Das ist super. Naja, hat schon Aufgabe in der Arbeit. War mir eigentlich klar. Also der ist ein bisschen. Na, der muss gepflegt werden, sagen wir so, ne? Nur dabei sein. Nach dem Motto, die Aufsicht ist weg und man arbeitet auf. So, zweite Fuhre Mist. Förderband steht. Na, das macht nichts. Müssen wir umbauen. Oh. Die Masse schiebt. Na doch, geht. Kommt ein bisschen Geld rein heute Abend, ne? Voll? Nee, ne? Dann müssen wir kurz auf höhere Geschwindigkeit gehen. Auf 60. Mache ich ungern, aber ich will da ein bisschen loswerden, ne? Das sind nur 35.000 Liter. Denn ich muss ja den Mist von einer anderen BGH. Da will ich auch nicht, so weit fahren will ich auch nicht. Wäre eine Option, ne? Doch nicht wegen einem halben Ding. Gehen wir auf 120. Ein bisschen was für los werden hier. Dass ich da. Ah, geht doch. Geht doch. So, wir runter auf 5. Will ja den nächsten noch. Den nächsten Mist. Einladen lassen, ne? So, C. Brauche eine Pause. Aber eine Folge habe ich noch. Eine habe ich noch. Das schaffe ich noch. Ich habe früher mal am Stück 14 gemacht. Also früher, vor ungefähr 8 oder 9 Wochen oder 12 Wochen oder so. Hatte ich mal so gedacht, naja, wenn du jetzt viel zeigst, wird auch viel geschaut, ne? Oder vielen gezeigt und dann dadurch kriegt man eine höhere Quote. Na, das stimmt nicht so. Gegenteil. Wenn die Folgen nicht geschaut werden, was ja immer noch logisch ist, weil zu viel ist, dann wirst du auch weniger vorgeschlagen und schon hast du. Teufelsspirale, also 2 Folgen pro Tag ist ein guter Schnitt. Sagt mal so, ne? Deswegen versuche ich auch die Folgen von der Länge her nicht zu übertreiben, dass ich da im Prinzip sage, okay, gut, 19 Minuten reicht. So, liebe Schauer, es ist wieder die Zeit zu Ende. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Einen haben wir noch. Einen schönen Samstag noch, Rest Samstag noch. Tja, morgen geht's weiter zum Sonntag. Tschüss.